Sizilien genießen, auch in der Orangenzone. Ja, schon wieder ist eine Woche vorbei und wir sind beim Weltreisetagebuch Tag 1116 angelangt und haben natürlich, wie jetzt immer in dieser Zone, wo normalerweise die Gemeinde nicht verlassen werden darf, rund ums Haus unsere Spaziergänge gemacht und wieder wunderschöne Plätze und Ausblicke entdeckt. Ich mag dich einfach entführen, dich mit hineinnehmen, ja, dich einladen, auf die kleinen Dinge zu achten, die Bilder zu sehen, zu träumen, zu wünschen, dein Leben so zu gestalten, wie du es gestalten möchtest. Und ich glaube, gerade so Fotos zu machen, ist eine geniale Sache. Ich liebe es, am Sonntagmorgen die Bilder von der vergangenen Woche anzuschauen, ein kleines Video zusammenzuschneiden. Übrigens, hier siehst du, die Garagentore sind oftmals auch total schön bemalt. Natürlich gibt es überall am Straßenrand die schönen Blumen jetzt im Frühling. Das ist eine herrliche Zeit hier. Es ist alles grün. Der Wein kommt so langsam raus. Und es sind natürlich wenig Menschen unterwegs, auch kaum Autos. Also die Spaziergänge sind wunderschön. Ja, und draußen bei uns vorm Haus natürlich morgens aufs Trampolin, egal wie das Wetter ist, ob Regen oder Sonnenschein. Mein Mann macht wie immer den Pool ein bisschen sauber und wir genießen einfach jeden Morgen diesen Ausblick und zwischendurch auch die Hängematte, wenn die Sonne scheint und wenn es jetzt so wärmer wird. Heute hast du einen kleinen Einblick in unser Badezimmer hier in diesem alten sizilianischen Häuschen, mit was ich meine Haut verwöhne und natürlich unsere drei Kätzchen, die wir ja jetzt schon die zweite Woche haben, genau. Das genieße ich derzeit sehr, die einfach so, ja, diese drei aufwachsen zu sehen, sage ich jetzt mal. Im Moment haben wir einen sehr kalten April und es ist viel Wolken und regnerisch. Wir haben Häuser angeschaut, einiges an unterschiedlichen Häusern. Das ist übrigens auch, finde ich, ein sehr schöner Blick und das Wohnzimmer auf drei Seiten, große Fenster mit Pool vorne draußen, das hat schon was. Wir sind zurück zum Mittagessen, haben unsere gefüllte Auberginen genossen, die wir so sehr lieben. Und am nächsten Tag hatten wir einen Ausflug nach Menfi gemacht. Da hat man einen Termin. Und wenn man einen wichtigen Termin hat, darf man ja auch fahren und war an dem Tag auch ziemlich regnerisch. Allerdings war man ganz überrascht, wie schön dieser Strand in Menfi drüben auch ist. Also, du siehst ein herrlicher Sandstrand. Auch da die Blumen und natürlich mein Mann, das macht es immer noch schöner, wenn man gemeinsam unterwegs ist und diese Zeit und diese Reise natürlich gemeinsam genießen darf. Die Angler gibt es hier gar überall unterwegs und wir haben uns einfach von Menfi aus dann auf den Rückweg gemacht, haben ein Artischockenfeld entdeckt, das hatte ich so auch noch nie gesehen und sind noch nach Selinunte gefahren. Es gehört auch zu diesem Gemeindegebiet Agrigent, normalerweise bekannt mit den, ja, ich sage jetzt mal, na, wie heißt es denn? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Diese großen Tempelanlagen, aber die sind ja im Moment alle gesperrt. Nur die Blumen, die lassen sich nicht einspannen. Hier die Artischocken, ganz von der Nähe, so ein ganzes Feld. Das ist alles da. Und ich glaube, es gibt so vieles, was wir sehen dürfen, immer wieder aufs Neue entdecken dürfen. Selbst wenn das Wetter trübt, selbst wenn manches im Außen nicht so ganz funktioniert. Ich habe auch hier wieder den Wein entdeckt. Ich finde es so schön, wenn der Weinstock so rauskommt und der Wein, die Blätter so frisch da sind. Und es wurde natürlich dann schon Abend hier. Dieser Sonnenuntergang am Meer ist ja schon immer was ganz Besonderes und jeden Tag aufs Neue einfach sehr, sehr schön anzusehen. Ja. Das war unser Ausflug sozusagen nach Menfi auf dem Rückweg, dieses nette kleine Teilchen. Haben wir noch eingekauft und beim Einkaufen, du findest hier Tomaten und Pasta ohne Ende. Nächster Morgen, Weg zum Einkaufen nach, na,
Castellammare. Und dann haben wir beschlossen, weil Christoph sein Handy kaputt war, ein Laptop kaputt war, na, fahren wir weiter. Da dürfen wir ja, wenn wir einen wichtigen Grund haben. Und haben einen Ort besucht, der, ja, uns normalerweise, haben wir immer gesagt, da ist gar nichts Schönes. Und was soll man sagen? Manchmal entdeckt man auf den zweiten Blick die Schönheit. Wir sind die Fußgängerzone entlang gelaufen und haben, ja, etwas hier diese Festung, diese Burg entdeckt. Wir haben diesen Kirchplatz entdeckt. Wir waren total überrascht, was hier noch so an ganz Altem und an Schönem verborgen ist. Es gibt den Ausblick runter dann aufs Meer. Und es gibt derzeit natürlich hier in der Fußgängerzone, also es gibt eine Fußgängerzone, das war auch überraschend. Alcamo, genau, so heißt es natürlich. In Alcamo, bisher haben wir immer gesagt, naja, also Alcamo ist ja eigentlich nur gräuslich. Tja, wie gesagt, jetzt haben wir die Schönheit noch entdeckt. Auf dem Rückweg an der Brücke vorbei, unten am Meer noch kalten in Alcamo und hier auch diese Blumenpracht. Ich finde es genial. Wir haben Fotoshooting gemacht, wie so oft, wenn wir Meer und Blumen und Grün sehen, weil es einfach immer richtig schön ist. Es sind wieder die Wolken aufgezogen und ein bisschen im Wind gekommen. Der Ausblick allerdings ist einfach nur grandios. Und ich wollte dich einfach mit entführen in diese Schönheit der Natur. Es gibt so viel Schönes zu sehen, zu entdecken und ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag. Ein glückliches, erfülltes und natürlich auch finanziell freies Leben. Melde dich gern, abonniere den Kanal und folge mir.